Was geht ab, Marvel-Fans? Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu The Movie. Und ja, in der letzten Episode haben wir gesehen, dass der Geier und ich glaube Electro im Spiel dabei sind, obwohl sie eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun haben. Und bevor wir jetzt das Spiel fortsetzen, muss ich das Ganze erst einmal klären. Einen Augenblick. Yo. Einen wunderschönen guten Tag, Phil. Was geht ab? Ich habe da eine ganz kurze Frage an dich. Ich spiele nämlich Spider-Man aus dem Jahre 2002. Also Spider-Man The Movie, The Game. Sehr schön, ja. Und hier taucht einfach mal so der Geier auf und Electro, obwohl sie ja nichts mit dem Film zu tun haben. Und da wollte ich dich fragen, warum? Super, vielen Dank. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Sie haben uns schon viel, viel weitergeholfen. In dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Telefonat. Hauen Sie rein. Schön, dass ich Ihnen helfen konnte. Tschüss. Ciao. Dann haben wir das geklärt und können ohne Probleme weiterspielen. So, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Ich habe nämlich eine kleine Pause gemacht von einem Tag. Und boah, der ist ja schon hier am draufgehen. Nicht, dass ich aus Versehen den Polizisten weghaue. Also die Bosse, zumindest der von gestern, war... von der letzten Episode, war schon eine kleine Herausforderung. Wo kommen die überall her? Wo sind die überhaupt? Ist das hier eine Bank oder... Ja, er kann auch zuschlagen. Versuchen wir mal ein paar Kombos zu machen. Zumindest sie, die wir haben. So, der Kollege ist wo? Ist einfach verschwunden. Wie ist er so schnell dahin gekommen? Gar kein Problem, rette die Zivilisten und ich habe vergessen, wo sie sind. Ich glaube, der eine war hier oben. Zack. Boah, richtiger Profi geworden hier. Was ist hier los? Guten Tag, die Kollegen. Bleiben Sie bitte stehen. Ich muss kurz was klären hier. Oh, okay. Ich glaube, ich habe den Falschen zuerst gerettet. Der Kollege unten ist am Sterben. Kommen hier noch mehr? Ach, die sind hier direkt... Die sind direkt nebeneinander, zum Glück. Der Netzschwinger. Da wird doch noch einer verprügelt. Dann lauf doch so, wie ich drücke, bitte. Dankeschön. Ach, da hinten, okay. Gar kein Problem, Kollege. Ich bin doch da, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja, doch nicht den Polizisten hauen. So, und hier haben wir also Polsterpiet? Mr. Dreilagig? Nein, warte, ich hab's. Kissen, Karl. Ich bin der Schocker. Ich würde ja sagen, vergiss das nicht. Aber du bist eh nicht mehr lange unterwegs. Sag schön auf Wiedersehen zu allen. Als ob dem das nicht aufgefallen ist. Drücke Schlagaktion, um den Kollegen zu retten. Wo soll der hin? Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Bitteschön. Sind da noch mehr in Schwierigkeiten? Easy. Vor allem ist das gar nicht Elektro gewesen. Das ist ja der Schocker. Zählt das mit dem Multiversum dann auch?
Was hat der für Probleme, der Spider-Man? Ja, diese Einbrecher sind... Oh, ich bin komplett falsch. Diese Einbrecher sind mega dumm, weil die Bank hat closed. Oder wo auch immer wir uns hier befinden. Und dennoch sind sie hier. Hier überall closed. Die Geschäfte haben closed. Vorsicht! Vorsicht, Kollege. Und hässlich. Du bist nicht so toll. Das wirst du bereuen. Aber zwei Polizisten? Hatten die jetzt eben zwei gezeigt? Ah, da ist doch noch der andere, jo. Du bist nur Durchschnitt. Zack, 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 zack. Vorsicht! Bam! Kennt ihr das, wenn ihr so Superhelden-Spiele spielt und die Geräusche dann selber machen müsst? Obwohl die Geräusche ja schon vorhanden sind. Das war der letzte Schläger. Oh oh, da kommt jemand. Dieser Spinner hat alles vermasselt. Dafür wird er büßen. Los, Jungs, alles raus hier. Ich kriege ich noch. So, wir haben die Mission beendet. Die U-Bahn-Station. Natürlich bekommen wir hier auch wieder ein paar Punkte. Bonus gesamt 4600. Und ich kann mir einfach nichts damit kaufen. Perfekt, wir spielen weiter. Spiel speichern. Ein andermal. Gut, Spider-Man wird gleich hinter uns sein. Wenn er runterkommt, nimmt ihn in die Mangel. Diese Beute lassen wir uns nicht von einem strumpfhosen Kasper abjagen. Kuckuck. Da bin ich doch. Sie haben den roten ich habe komplett zugehört, Kollegen. Aber von euch lasse ich mich nicht hauen. So. Vorsicht! Boah. Okay, der ist direkt bewaffnet und hat einen Schlüssel bei sich. Den brauche ich. Oh, wie viel Leben hat denn der? Gib mir deinen Schlüssel. Also man verliert hier sehr, sehr, sehr schnell Leben. Das ist doch die Taste zum Öffnen. Erinnert mich so ein bisschen an The Amazing Spider-Man. Sind das Piranhas? Was ist das? Müll? Ja. Sollten wir, glaube ich, nicht betreten. Ja. Macht doch einfach das, was... Es passiert ja gar nichts, wenn man da reingeht. Jo, perfekt. Vorsicht! Du bist nicht... Man muss die Tastenkombi so schnell drücken, das ist nicht normal. Ach, das ist die Kombi hierfür. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und wie ging das mit dem, dass der so nach hinten hüpft? Da ist es doch. Okay, hab's wieder. Der Netzschwinger. Wo bist du, Schocker? Ja, auffüllen muss ich da jetzt das nicht unbedingt. Muss ich jetzt nach oben, ne? Da unten ist noch ein Gegner. Den hauen wir auch noch. Immer feste drauf. Das ist gar kein Problem für uns. So, ein bisschen Leben noch. Ich hoffe, dass der Schocker... Weil mit dieser Steuerung kann ich mir gar nicht vorstellen, den überhaupt... Bisschen Leben abzuziehen. Was ist denn da unten? Hallöchen. Ich komme auch gerne mal von hinten. Ja,
Hier haben wir die einzige Tür, die sehr wahrscheinlich uns zu Schocker führt. Aber sie geht einfach nicht auf. So, Kompass haben wir auch nicht. Aber im Moment, da waren ja noch mehr Schalter. Dann bedienen wir uns da vorne. Ich weiß gar nicht, waren oben auch noch Schalter? Sesam, öffne dich. Oh, das los reicht jetzt, schon. Bevor mir Schocker durchs Netz geht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Schocker und der Geier im Spiel sind, um das Ganze auch so ein bisschen zu strecken, weil so hauptstory-technisch sind wir ja schon sehr weit. Also schon wenn Onkel Ben stirbt ja bei der Hälfte des Films. Da können wir nicht hin und ja. Dieser Typ raubt mir den letzten Nerv. Weg, schnapp ihn dir. Alles klar, Boss. Yeah! Sag mir nicht, dass ich mich jetzt beeilen muss. Vorsicht! So, als allererstes, da vorne ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall mir schnappen muss. Tauchschlag! So. Zack, zack, zack. Perfekt, einfach gar nichts passiert. Okay, jetzt. Das war's. Wo muss ich hin? Da wahrscheinlich dahin. Steigt das Wasser überhaupt? Bin ich gerade in Gefahr oder? Der Netzboden. Ja, brauchte ich jetzt nicht einzusammeln, aber ich werde ja hier, denke ich mal, nicht zurückkehren. Ja, mach. Ich habe gerade eine. Ja, so geht's auch. Also wie ging das? Zack, zack, zack. Okay. Ja, habe ich ihn auch noch getroffen. Perfekt. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das macht. Lohnt sich das überhaupt einzusetzen? Ist der tot? Nein. Warum machst du es uns nur so schwer? So. Kollege, Kollege, Kollege. Das habe ich gesucht. Jetzt kann ich Wasser abdrehen. So, wo war denn der Ausgang? Jetzt habe ich wieder den Kompass. Das ist schon mal gut. War das hier? Ja, ist ja gar keine Gefahr gewesen. Das steigt ja gar nicht. Also ist zwar immer noch jetzt... Oder verschwindet das? Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt zum ultimativen Kampf kommen werden. Der gehört mir. Wo hat Schocker nur diese Typen her? Schocker? Ah ne, du bist es. Ich schaue mich immer noch immer so ein bisschen um, einfach weil ich glaube, was macht er? Dass ich den ein oder anderen Schatz noch finden könnte. Vorsicht! Aber ich finde anscheinend nur diese offensichtlichen. Es gibt ja auch geheime Räume. Davon habe ich ja bisher nur einen gefunden. So. Vorsicht! Hab ich dich! Ja, jetzt muss ich hier dieses Netz teilnehmen, weil wir hier am Kämpfen sind. Perfekt. Ja, ein bisschen Wasser. Das passt schon. So, links und rechts. Perfekt, perfekt, perfekt. Der
Was denkt ihr, werden wir den Endgegner besiegen, ohne einmal zu sterben? Also ich gehe mal davon aus, wir haben zwar auch den Geier gesehen, aber ich vermute, dass Schocker der erste Gegner sein wird hier. Hier sieht es auch leicht danach aus, als würden wir hier gegen ihn kämpfen. Oder auch nicht. So, aber der hier geht mir am meisten auf den Sack mit seinen Pistolen. Du bist fällig. Sollen wir hier weiter oder? Die sind ja, denke ich mal, unten. Oder können wir überhaupt da weitergehen? Ne, wir müssen, denke ich mal, jetzt erst einmal alle Gegner besiegen. Wow. Hallöchen. So, ich hätte gerne gewusst, wie ich diese Attacke mache. Überraschung, Leute. Überraschung. Die einen fallen da auch schon vor Überraschung nach hinten. Und nochmal, hallo. So. Haben wir sie alle vermöbelt oder leben die hier unten noch? Der Netzschwinger. Oh, der lebt noch. Ja, zumindest einer hat überlebt. Und ich habe auch schon den Schlüssel. Gehen hier die Türen auf? Ui. Hier ist nix. Kein geheimer Raum. Ach, man hätte hier sowieso rein müssen. Einfach gerade im Kreis geschwungen und nichts ist passiert. Bin ich genau dort gelandet, wo ich... Warum habe ich so wenig Leben? Ja, füllen wir hier noch unser Leben auf, weil ich vermute, dass es jetzt losgeht. Da ist noch ein bisschen Leben, aber komm, das schaffen wir auch so. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt noch auffüllen. Schocker, er flieht in die U-Bahn-Tunnel. Ich muss ihn stoppen. Meine Damen und Herren, wir mussten noch nicht mal gegen Schocker kämpfen. Es handelt sich hier wieder um eine Situation wie mit dem Mörder von Onkel Ben, wo erstmal 10 Jahre vergehen, bis wir überhaupt gegen ihn antreten dürfen. Verfolgung durch die Kanalisation war okay vom Level, muss ich sagen. In jedem Spiel muss es irgendwie so eine Kanalisation geben. Da sind wir jetzt schon mal durch und mal schauen, wo es die Reise als nächstes hingeht. Wir laufen zumindest Schocker hinterher. Dann würde ich sagen, machen wir genau an der Stelle weiter in der nächsten Episode. Wenn ihr nicht zum Thema Marvel verpassen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, auch gerne einen Daumen nach oben. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschaußen!